Frau Pegoraro, das Gesetz zur Abgeltung vom Planungsmehrwert ist jetzt angenommen worden. Und das, obwohl sich 70 von 80 Gemeinden im Vorfeld dagegen ausgesprochen haben, haben Sie das so erwartet? Ich habe erwartet, dass es knapp wird, aber so knapp habe ich auch nicht damit gerechnet. Es war halt schon im Vorfeld sehr umstritten gewesen, oder? Das haben beide Meinungen haben sehr stark auch mobilisiert für ihr Anliegen. Und ich bin einfach froh, dass jetzt ein Entscheid da ist und damit auch klar ist, was jetzt gilt im Baselbiet. Und schwer ab 1. Mai das Moratorium gewesen. Da hat man gar keine Einzonungen mehr dürfen machen. Und jetzt ist wenigstens das entschieden. Das Gesetz ist angenommen. Die Gemeinden können also nicht mehr selber über die Abgeltungen festlegen. Was heisst das jetzt konkret? Wie wird das gehandhabt in Zukunft? Also sie können immer noch mittels Vertrag bei der Quartierplanung können sie mit den Investoren eine Vereinbarung abschließen über Beiträge, die sie können zahlen, zum Beispiel an Schulen, an Strassen, an Bushaltestellen. Das haben sie ja noch weiter. Das andere ist klar, das ist ausgeschlossen und da verstand ich auch Gemeinden, dass sie enttäuscht sind. Welches Gefühl herrscht bei Ihnen gerade vor? Enttäuschung oder Freude? Ja, schauen Sie, es war nicht die Vorlage der Regierung, sondern es war die Vorlage, die der Landrat so entschieden hat. Wir hatten ja eine andere Variante gehabt. Aber wir akzeptieren selbstverständlich den Entscheid auch auf dem Landrat. Und jetzt ist es so, wie es entschieden ist. Und da bin ich einfach froh darüber.